So, dann. Oh, da ist noch ein. Ohohoho, da ist ein Loch. Das machen wir natürlich zu. Fällt auch keiner rein. Da fällt sowieso keiner rein. Guck, ich mache jetzt mal die paar Gräser da weg. Gräser sage ich schon, die paar Blätter da noch weg. Hier haben wir noch ein Creeper-Loch. Ich könnte den Sand natürlich jetzt hier einebnen. Dann habe ich hier so eine fette Ebene. Das, vielleicht wäre das gar nicht so schlecht. Machen wir den Sand mal hier kurz weg. So, und dann kann ich auch gleichzeitig da unten wieder auffüllen mit Sand. Das schaut vielleicht auch ein bisschen schöner aus. So, ja, ich mache heute diesmal ziemlich viel Terraforming, ich weiß. Ach, verdammt, ich habe einen Themenvorschlag bekommen, fällt mir gerade so ein. Dummerweise habe ich mich jetzt wegen den Klausuren überhaupt nicht damit beschäftigt. Man kann dazu jetzt auch nicht so viel sagen. Ich habe zwar kurz mal reingeschaut, also es geht um 28-Bit-Systeme, also Verschlüsselungstechnik. Und ob das. Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist, weil ich habe mal so ein bisschen rumgestöbert. Also, ja, ich habe mal kurz geschaut. Ich habe mich jetzt nur, ja, demnach auch nur kurz auseinandergesetzt, weil ich wissen wollte, was jetzt genau mit gemeint ist. Und da war so Teil die Sinnfrage, ob das jetzt, ja eben, ob es jetzt sinnvoll ist, noch besser zu verschlüsseln, weil. Wie war die Begründung da? Oh, ich glaube, ich hoffe, ich krieg sie noch hin. Ob es denn überhaupt Sinn macht, mehr Kombinationsmöglichkeit an Verschlüsselungen zu haben, als es überhaupt Anwender gibt. Und natürlich ist das sinnvoll. Dadurch ist ja die Möglichkeit, dass es gehackt wird, ja noch geringer. Weil wenn es weniger Anwender gibt als überhaupt Möglichkeiten an Verschlüsselungen, dann muss man erstmal die Verschlüsselungen sozusagen rausfinden, die überhaupt für den Anwender sind. Allein das macht ja schon mal viel mehr, macht das ja ganz schon mal viel sicherer. Ja, aber das ist meine Meinung dazu, aber mehr kann ich auch gerade gar nicht dazu sagen. Ich weiß auch nicht, inwieweit dieser Themenvorschlag jetzt gemeint ist, wie das funktioniert oder so. Also müsste ich mich jetzt doch ein bisschen einlesen, weil das weiß ich jetzt so spontan auch nicht. Also, ja, ich kann aber auch nur eine Vermutung anstellen, die ich gerade nicht äußern möchte, aber sonst blamier ich mich wahrscheinlich schlussendlich. Aber ja, da müsste ich mich nochmal einlesen, außer. Das, was ich gesagt habe, war jetzt eigentlich nur das, was er hören wollte, aber ich weiß jetzt zumindest auch den User nicht mehr. Ich sollte mir in Zukunft auch aufschreiben, welcher User das fragt. Also welcher, ja, wisst schon halt, wer diese Frage gestellt hat. Punkt. So, bevor ich mich jetzt nochmal verquatsch, soll ich mir in Zukunft auch mal aufschreiben. Und nicht nur den Themenvorschlag. So, schaut schon mal ein bisschen besser aus, wenn es hier so ein bisschen, ja, abgeflachter ist. Dann haben wir nicht so diese Störungen und diese komischen Löcher sind weg. Das hat doch, es schaut doch schon besser aus. So, ich glaube, ich mache hier einfach mal den hier. Jetzt. So. Zack und zack. Ja, mal. Seid ihr jetzt ein bisschen ge. Ich dachte gerade, ich hätte einen Kürbis gesehen. Es ist halt so ein bisschen gemischt. Das da hinten schaut irgendwie falsch aus, aber ich sag dazu jetzt nichts mehr. So, schaut schon ein bisschen besser aus. Haben wir ein bisschen Sand gesammelt. Tja, ein bisschen. Das heißt nix. Geht schon. Cookie essen zur Belohnung. Hast du gut gemacht. So, dann räumen wir mal den gesamten Gruscht hier auf. So, und ab nach oben. So, jetzt haben wir ein bisschen meinen Wald gerodet. Stimmt, ich wollte noch ein Gatter für die Kühe machen, fällt mir dazu ein. Wollte ich mir eine Rüstung schnappen und dann ab in die Tiefen der Mine. So, habe ich noch ein bisschen Erde dabei? Habe ich ein bisschen Erde. Da so. Ach komm, die 17 nehme ich mit. Blätter, Blätter, Saplings, Gräser, Sapling. Bisschen Weizen, das Weizen packe ich mal da rein. Die brauche ich auch nicht mehr, das brauche ich eigentlich auch gerade nicht. Das Fleisch behalte ich mal. Oh, mein Badpack ist leer. Mal schauen, wie es unten ausschaut. Mit der Energy. Ob ich da wieder auffüllen kann. Nehmen wir es mal hier rein. Na, hier ist voll, dann kann man wieder eine Runde leeren gehen. Wie schaut es eigentlich aus? Ah, okay.
So. Machen wir das mal so. Und bevor das jetzt ganz leer läuft, nehme ich es wieder raus. Ich mach das so. Ja, schon blöd. Ich brauche hier. Allein fürs Badpack brauche ich ja. Brauche ich schon mal eine zweite Badbox. So eine Zwischenstation. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Brauche ich noch ein paar Batterien? Habe ich das? Habe ich das Material dazu gerade? Natürlich nicht. Muss gerade. Tauschen wir das mal kurz aus. Machen wir halt Zinn kurz anstatt Kupfer. Gott, ich habe einfach zu viel Zeug. Obwohl, ich hätte eigentlich genug Eisen für den Ding, für die. Na? Ach, sag doch, wie es heißt. Scheiße, für die Pumpe, genau. Ich brauche für ein Mining Well. Dafür brauche ich, was habe ich gesagt, 13 Eisen. Das dürfte ich jetzt beisammen haben. So, was wollte ich jetzt machen? Dingens, genau. Dann brauche ich noch. Kabel, letzter. Kabel brauche ich. Batterien brauche ich 3. Holz habe ich ja dabei. Holz habe ich. Batterien mache ich gleich. Ich brauche noch ein bisschen Zinn. 3 Batterien brauche ich, also brauche ich 12 Zinn. Einer geht noch, einer geht noch, nein, einer geht noch. So, 12 Zinne. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, 3, 3. Zack, zack. Zack. So, 3 Batterien. Dam, dam, dam. Eins oben, eins unten und dann Holz in die Ecken. Ach nee. So. Du, Lulu, dann würde ich sagen. Retten wir das kurz und. Jetzt. Nein, 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 nein. Scheiße, 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 scheiße. So. Scheiße, wie komme ich. Scheiße, ich komme nicht drauf. Aufs Kabel. Ich will aufs Kabel drauf. Machen wir das so. Laufsteg-Action. Dum, dum, dum. Pow! Dum, dum, dum. Germany's next Topmodel in Minecraft. So, du müsstest es eigentlich direkt da rein fließen lassen. So, hier wird es. Hier sieht man jetzt natürlich nicht viel, dass da was passiert. Aber sobald es natürlich voll läuft, läuft das ja auch voll. Da hätte ich es doch dahin machen sollen, wird es von beiden voll gemacht. Sozusagen als Vorpuffer. Dann kann ich hier beide füllen und dann für beide das hier. Ich kann natürlich auch eine Extrastation an beide machen. Komm, das mache ich. Am Extrastation an beide. Haben wir Mega Puffer. Brauche ich natürlich jetzt mehr Batterien. Ja, habe ich wieder genug da. Ja, sehr schön. Ich sehe aber gerade, dass ich noch mein Kabel brauche. So, machen wir das auch gleich. Hä? So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, hier so. Das kennen wir schon, das Spiel. So, na, natürlich so. Und dich drauf. 1 oben. 3 darum. Und Holz drumrum. Diesmal sogar richtig auf Anhieb. So, dann machen wir kurz dich weg. Dich hole ich gleich. So, tauchen wir in die Tiefen. Haben wir ein zweites. Ach Gott, ey. Auftauchen. So. Hä? Ah. Ach, ich habe dabei. Ja klar, scheiße. So, jetzt passt's. Natürlich brauche ich ja jetzt natürlich jetzt Kupferkabel, weil, oder? Hä, aber warum hat's dann hier nicht? Kann es vielleicht sein, dass das Ding verdreht ist? Moment. Gehen wir kurz da drauf. Nee. Hä? Kommt hier nicht immer was an? Was zur Hölle? What the. Hä? Wieso kommt hier nicht immer was an? Das ist jetzt seltsam. Hier kommt nichts an. Warum kommt da nichts an?
Die da unten laufen noch alle, oder? Wenn ich da jetzt den hier reinsetze, kriegt er Energie. Wenn ich den hier reinsetze, dann sollte er eigentlich auch Energie kriegen, weil das sollte ja eigentlich alles hochleiten. Warum kommt hier nichts an? Ach Gott. Habe ich irgendeinen Bug erwischt? Das gefällt mir jetzt gar nicht. Weil eigentlich müsste hier was ankommen. Hier kommt brav was an, das fließt da schön rein. Moment, wo ist ein Ding? Die Ranch, da machen wir es halt. Bläh. Da ist die Ranch. Da haben wir das Ding halt wieder weg. Meine Fresse. Ich kann es natürlich nochmal setzen. Komm, ich probiere es jetzt nochmal. Kommt nichts an. Knallhart. Komm, steh. So. So. Probieren wir es mal da. Ich weiß nicht, ob das jetzt was hilft. Keine Ahnung, ob jetzt das ankommt. Ich habe damals auch das Strommessding nicht. Wohl, das kann ich schnell bauen. Brauche ich mein Kabel. Komm, machen wir kurz das Strommessgerät. Brauche ich auf jeden Fall ein Secure, da brauche ich noch ein Refined. Iron. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Refined in die Mitte und Redstone rechts und Redstone links und ein Secure ist da. So, jetzt habe ich leider den Rest vergessen. Warte. Scheiße. Ach nee, war schon richtig. Bedpack. Nee, irgendwas mit Meter? Voltmeter? Nee, das ist der falsche. Schmarrn. Das ist ja, Red Power. Scheiße, wie hieß das Teil jetzt? Wie heißt das E? Scheiße, wie heißt das Teil jetzt? Was kommt hier nochmal durch EU? Genau, EU Reader. Jetzt da. Ach, scheiße, falsch. Nicht jetzt da. So. EU. Scheiße. Da ist es. Ach, mit Bindestrich. Ach, ich brauche einen Glowstone. Ach, scheiße, das kann ich nicht bauen. Brauche ich einen Glowstone-Dust. Okay, vergesst es. Ach, verdammt. Dann habe ich jetzt einen extra Secure. Habe ich ein paar Kabel drin. Dich habe ich auch noch. Ja, da muss ich jetzt damit mal kurz leben. Kupfer, Gummi. Redstone. Ja, nee. Bedbox. So. Was haben wir hier noch? Zinn. Zinn. Mache ich das Eisennetz hier? Komm, schreite ich das Eisen. Schaut sich stromtechnisch aus. Ja, das wird schon irgendwie hinhauen. Esse jetzt trotzdem mal die Cookies, auch wenn es jetzt. Das ist jetzt wurscht, das ist jetzt einfach bloß so kurz zum Hunger stillen. Ah, Mann. Wie schaut's hier aus? Hier ist natürlich stockduster. So ein Mist. Gut, dann würde ich sagen, machen wir dann das Kuhgatter. Wenn wir ein paar Kühe züchten können. Brauchen wir ein paar, wisst schon. Ah, Zäune jetzt da. Kann zu schwer sein, ein Wort zu finden. So, so, so und so. Zack. Und, ach komm, machen wir jetzt mal zwei. Zack. Ja, ja, Crops gehen auch. Brauche ich gerade nicht. 38. Keine Ahnung, wie groß ich das haben will. Nehmen wir einfach mal mit. Und schauen. Andy? Halt, nein. Andy? Wo bist du? Wo hast du dich verkrochen? Dann halt nicht. So, dann das Kuhgatter. Na toll, jetzt habe ich das Weizenfeld so groß gemacht. Oh, da ist schon was gewachsen. Was gar nicht vorhin mit dem Kuhgatter. Verdammt. Ach, ich wollte es doch sowieso umsetzen. Dann machen wir es einfach hier hin. Ja, zuerst sage ich noch, ja, ich lasse noch frei für die Dingens, aber. Ach, scheiß drauf. Machen wir einfach mal 1, 2, 3. Lass mal da frei, lass mal 2 frei. Und dann, boah, wie viel machen wir da jetzt? Komm, machen wir einfach den hier. Und, boah, keine Ahnung.
So, und dann hier rüber. Keine Ahnung, ich mache mal Pi mal Daumen und mal schauen, was es wird. Ich soll noch irgendwo eine Öffnung lassen. Zäune reichen sowieso nicht. Doch, die reichen sogar. Ha! Ein Traum. Scheiße, es ist unsymmetrisch. Da ich mache einfach hier einen Eingang und dann drüben meiner Eingang. Dann passt es auch wieder.